Hallo und herzlich willkommen bei Cats and Goat. Ich bin namens Tim Schimschek und es geht heute darum, dass ich wieder zu Hause bin. Ich war jetzt leider schon ein paar Tage mal nicht zu Hause. Ich war im Nachbarort in Çolakle im Syrazaray Hotel für ein paar Tage mal für mich auch ein bisschen abschalten. Ja, und dann war ich halt über die Nacht immer im Hotel. Nachdem ich hier zu Hause war und die Kitten alle versorgt hatte und die Katzen, bin ich gleich hier losgefahren. Und daher habe ich halt auch keinen Video gemacht gehabt von hier zu Hause und jetzt bin ich halt seit gestern wieder zu Hause, da hatte ich einiges zu tun und dann war es auch ein bisschen spät und dann wollte ich heute gerne wieder anfangen, euch hier Videos zu machen, denn es fragen mich auch viele per Privatmessage, wie es der Katze geht oder wo die Katze ist oder die Katze wurde seit ein paar Tagen nicht gesehen und wir haben jetzt eigentlich ganz viele Katzen hier und das können wir gleich auch wieder alles anschauen. Auf jeden Fall haben wir hier auch mit den Katzen viel zu tun, vor allem mit den kleinen Notfallkitten aus Evrensecki. Die können mittlerweile selber fressen, aber die haben auch jetzt Durchfall bekommen oder die haben auch ein bisschen Pilz und das muss jetzt auch behandelt werden. Der Tierarzt war heute im allgemeinen Zustand mit denen eigentlich ganz zufrieden. Der hat ihnen die Fingernägel, also die Fingerkrallen geschnitten und Pfotenkrallen, sag ich mal, also die Pfotenkrallen hat er denen geschnitten. Und er hat sie auch ein bisschen gegen Pilz eingesprüht und die sollen in 3-4 Tagen dann wieder zum Tierarzt. Und die sind ja noch sehr klein, bei denen kann man nicht irgendwie viele Spritzen oder sowas benutzen. Daher hat er gesagt, das Futter, was ich zu Hause habe, das Katowit-Futter, das soll ich denen geben. Das ist das Beste, was sie zurzeit bekommen können. Und daher werde ich sie halt jetzt auch die Tage mit dem Katowit-Futter aus Deutschland füttern, was es ja hier bei uns in der Türkei nicht gibt, was es halt in Deutschland gibt und was ihr Zuschauer den halt mitbringt, den ganzen Katzen, und damit werden jetzt die Katzen die Tage gefüttert, ne? Ja, dann hoffen wir mal, dass es denen auch besser geht. Jetzt die nächste Zeit. Unser kleiner Arnor, der hat sich sehr, sehr gut getan. Der spielt sehr, sehr gerne. Der ist sehr frech auch. Der haut den anderen immer auf die Hinterpfoten oder auf den Hinterschwanz und spielt halt sehr gerne mit den ganzen Großen. Er ist sehr spielerisch. Und mit den Kleinen ist er immer noch ein bisschen grob, dass man dazwischen gehen muss, dass man den ein bisschen weghalten muss manchmal, aber ansonsten ist es auch alles im grünen Bereich. Dann hatte ich den Arno auch beim Tierarzt und der ist halt sehr gut, in einem guten Zustand, der muss nicht, also der hat nicht irgendwie was Schlimmes oder so. Der ist auch noch zu klein zum Impfen, da warten wir noch 1 Woche bis 10 Tage ab und dann schauen wir mal, ob man den impfen kann. Auf jeden Fall wurden ihm auch die Ohren geputzt und alles Mögliche und der wurde auch eingesprüht gegen Flöhe und dann werden wir das auch verfolgen, dass er ein bisschen zunimmt auch und dass er dann bald geimpft werden kann, ne? Ja, der Lucifer und Einauge haben auch die Pelzkrankheit soweit ganz gut überstanden. Der Einauge hat ein bisschen Schnupfen, der muss halt jetzt 5 Tage von mir auch Medizin bekommen gegen seinen Schnupfen. Genauso auch mit dem Schwarzen, mit den kranken Augen. Der Tierarzt ist sehr zufrieden mit den kranken Augen, mit der Behandlung von mir. Und da muss ich halt weiter die Teramycin-Creme machen und der muss auch ein paar Tage Medizin bekommen, weil der auch ein bisschen Schnupfen hat und ich hoffe, dass der halt schnell gesund wird. Er ist im Allgemeinen ein ganz langsamer Kater. Er ist also nicht flink oder so. Auf jeden Fall wird er halt jetzt auch 5 Tage die Medizin bekommen gegen Schnupfen. Er und ein Auge in der Früh und am Abend jeweils 0,5 Milliliter dafür, dass das halt auch schnell wieder gesund wird. Ja, und die Stefanie ist seit gestern, nehme ich sie nicht mehr mit in den Laden, weil sie läuft immer zu den Nachbarn, die rennt immer in Richtung Straße. Es ist eine sehr hyperaktive Katze, wie wir sie auch kennen. Und es ist alles zu gefährlich, wenn sie dann im Laden bleibt und daher bleibt sie jetzt demnächst wieder hier zu Hause. Sie wird nicht mehr mit in den Laden kommen, aber Teddy, Emil und Hira, die kommen noch mit in den Laden. Das sind mehr ruhigere Katzen, aber die Stefanie ist zu aktiv und zu hyperaktiv, sag ich mal so. Und daher wird sie jetzt demnächst hier zu Hause bleiben, ne? So, dann können wir mal hier schauen, was hier alles die Katzen machen, wie es denn geht. Ihr wartet ja auch sicherlich schon einige Tage drauf, dass ihr die alle wieder sehen könnt. Dann drehe ich mal die Kamera und ich kann gleich loslegen.
Und hier sieht man auch schon gleich den Teddy. Der ist hier. Der Teddy ist hier, der ist auch ganz schön gewachsen. Das sieht man auch. Gewachsen und auch sehr, sehr hübsch geworden. Hier sieht man die Fistik. Die spielt hier vorne. Und der Ventilator läuft für die Katzen. Daher fühlt sie sich hier auch wohl. Da sieht man die Petra am Kratzbaum. Da habe ich den ja ein paar jetzt gekauft gehabt und in die Zimmer reingetan. Ja, dann können wir mal reingehen. Und ich habe hier für die kleinen Kitten aus Evrensecki einen größeren Stall hingestellt, was ja auch von euch aus Deutschland mitgebracht wurde. Wir haben hier sowas nicht, hier in der Türkei. Und da sieht man das Stiefkitten. Oder da sieht man den Baby Emino. Der Toni ist auch hier. Na Toni? Alles gut bei dir? Da sieht man den Toni, hat man auch gesehen. Da sieht man die kleinen Kitten aus Evrensecki. Na du kleiner Schatz, willst du gerne raus da? Na warte mal, nicht so laut schreien. Na, wo willst du hin? Warte mal. Na, dann komm raus. Komm mal ein bisschen raus. Was willst du machen? Wo willst du hin? Was hast du vor? Du bist aus Sicherheitsgründen da drin, du kleiner Regenwurm. Keine, die was tut. Sag mal, der hat schon seine Pfote, der Stiefkind, um dich zu hauen. Da sieht man den Kleinen, wie struppelig der noch ist. Das ist allerdings der größere von den beiden. Und wo willst du hin? Ich bin echt gespannt, wo du hin willst. Wo willst du hin? Ach, du kannst sogar die Treppe runtergehen. Das hätte ich bei dir jetzt aber nicht gedacht, du kleiner Regenwurm. Na, schau mal, wie schnell sogar. Und jetzt? Da sieht man die Elif. Na, wo willst du hin? Was hast du jetzt vor? Jetzt bin ich gespannt. Elif,
Sei nicht so grob zu dem Kleinen, der hat dir nichts getan. Also der ist zwar nur dünn, aber ansonsten scheint er ganz fit zu sein. Na, jetzt geht auch ins Klo rein. Wo geht der hin? Na komm. Na, irgendwas riecht hier. Na, der ist aber ganz schön mutig. Mal ganz kurz was schauen. Nicht, dass dort irgendjemand hingemacht hat. Ich stelle dich mal kurz hier ab. Aber wo willst du denn hin, du kleiner süßer Spatz? Schau mal, der ist schon ganz runtergekommen von da oben. Ganz alleine. Der kleine Regenwurm. Sieh mal, wie Katja schaut. Jetzt kommt die Zicke. Mir nee, nicht zu Elif. Elif wird aggressiv. Komm weg da. Genau, geh mal weiter vorne rechts. Jetzt gehst du da schnuppern im Napf. Und sieh dir mal den Größenvergleich an mit ihm und Elif. Na, mein Pirat? Zicke, komm weg da. Ah, da ist der Gelbe von Songül. Der hat sich da reingelegt. Hier ist der Gelb-Weiße. Und Mini Pirat ist gleich neugierig. Und schau mal da rein. Auch. Den größten Vergleich mit Mini Pirat und dem Kleinen aus Evrensaki. Ja, und da muss man halt ganz vorsichtig sein, wenn hier ein fremder Kater drin ist, dann kann das sehr schnell böse enden. Da muss man aufpassen. Nicht, Bahira? Der Mini-Pirat will mit dem Kleinen spielen. Ich muss mal kurz hier was gucken. Songül, warte kurz. Nein, meine Pirat, du gehst ja ab. Der kleine Spatz läuft schon aus dem Laden raus. So, jetzt geht Songül hin. Songül, du musst auch schon, was das ist, ne? Ja, Elif, du hast wirklich keine Mama-Gefühle mehr.
Du haust ja alles, was über den Weg kommt, ein Kitten. Mini-Pirat ist ja auch ein Weibchen und da kann man sich denken, dass der wie seine Mama ist. Oder dass sie wie ihre Mama ist, das ist ja ein Weibchen. Elif, komm du mal aufs Bett, komm du mal zu deinem Schlafplatz. Der kleine Schwarze ist wirklich sehr neugierig, oder die kleine Schwarze. Ach, Elif, du kuschelst dich ja richtig an mir. Alles gut, Elif, freust du dich, dass ich wieder hier zu Hause bin? Hm? Freust du dich, Elif? Du freust dich richtig, ne? Die kuschelt sich richtig an mir. Ja, ein kleiner Regenwurm. Dich können wir nicht draußen lassen, weil wenn da ein fremder Kater kommt, kann sowas sehr böse enden. Von daher bringe ich dich mal hoch, dann können wir hier weiter gucken. Ja, Elif, geh mal auf deine Seite, aufs Bett. Komm mal mit, du kleiner Regenwurm. Du kleine süße Babykatze. Du bist ein richtig süßes kleines Schätzchen, weißt du das? Na, Teddy? Hätte mich auch echt nicht gewundert, wenn du nicht hier reingekommen wärst. Wo ist der andere hin? Er hat sich versteckt vor dir. Das ist der süße Spatz von Songül, der Kittikette. Das ist so ein Frechdachs. Zieht euch den mal an. Kommst mal da sofort raus, du Warmduscher. Na Jutta, du hast auch dein Halsband, ne? Ich musste gestern 5 Halsbänder erneuern, die sie nicht mehr hatten. Und Evren, bei dir alles gut? Alles klar, mein Schatz? Ne, lauf doch nicht gleich weg. Zieh mal deine Augen. Lucifer läuft auch weg. Sofort sogar. Und einfach muss man was in die Augen bekommen. Arno, was machst du da hinten? Du liegst ja aber ganz schön gefährlich, falls ein fremder Kater kommt. Das ist der Schwarze.
Stiefkitten. Was machst du da? Weg mit dir. Hopp, hopp. Rein mit dir. Rein. Sofort. Warum ist der so auf Heidi losgegangen? Na, Felix. Papa, alles klar bei dir. Na, Bounty. Komm, Abby, komm. Na, Abby, kommst du her? Und mit den Nachbarn hatte ich gestern großen Stress. Wegen den Katzen. Ich denke mal, das hat sich auch jetzt mit denen erledigt. Die halten auch jetzt im Mund für die nächste Zeit. Nicht vor Nervensäge. Da kommt der Thomas. Heidi, warum hast du Stress mit Stiefkitten? Was ist dann bei euch passiert? Und da sieht man den Pirat. Jetzt kommt Lilly. Und es gibt eine Familie, die kommt jedes Jahr hier zu uns in der Siedlung für ein paar Tage zum Urlaub her. Die sind hier in den Gästewohnungen. Die Siedlung hat ja hier 3 Wohnungen zu vermieten. Das sind hier gleich die ersten. Die beiden oberen und hier unten links, also ein Gästehaus. Und der Speedy ist da oben. Caddy oder Dame? Gell, Speedy? Kaldırsan abi. Geliyor mu? Gel Speedy, gel. Yok, ha geliyor. Gel. Darum sieht man den Speedy. Der scheint sich ja richtig wohl zu fühlen bei der Familie. Gell, Speedy? Schau mal, da oben ist der Speedy. İyi bak şuna Ömer abi. Kedi iyi bak ha. Yo, kediye iyi bak diyorum. Bakıyorum, bakıyorum. Tamam. Vallahi böyle başına ayrılmıyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam. Der ist da oben. Aber wie gesagt, die sind vorübergehend hier. Na, alles gut. Alles gut, Kinders. Alles gut. Da sieht man jetzt hier Bounty, Lilly, Pünktchen, Pelle. Peppa, jetzt ist der Speedy da. Na Speedy, bist du auch runtergekommen? Hier sieht man den Speedy. Na Speedy, alles klar bei dir? Evet, bu taraftaki, aynı. Adını yanlış koymuşsun. Hadi Speedy, ne yapayım lan? Ne yapayım, iyi misin? Bu kaç kere kayboldu? Kaç kere kayboldu? Bu nerelerde buldum var ya, sahil yolda buldum bir kere. O otelin önünde buldum bir kere. Sürekli gidiyordu. Şimdi 10 gündür hiçbir yere gitmiyor. Evet. Çok sevimli bir kedi. Çok şey. Ama hepsi öyle bendekiler. Hepsi elimle büyüttüm ya. Onun için. Evet. Bunlar da öyle baksana. Hepsi öyle. Ne marka yani veriyorsun?
Var mı İspanya'da? Çok. Değişik değişik var. Değişik değişik, evet. Setz mal den Drachen. Hadi görüşürüz. Şöyle bir tur atayım kedilerle. Hadi geliniz. Kommt. Pis, pis, pis. Jetzt haben wir den Emil noch nicht mitgenommen. Der kommt ja nicht aus dem Haus raus. Vielleicht will er gerne mit. Die Song ist ja dabei. Emino ist da nicht dabei. Aber den Emino überlege ich wirklich wieder mit in den Laden zu nehmen, weil der ist so unglücklich zu Hause. Und hier hat das Management ein Platz hingemacht, wo man mit den Hunden Gassi gehen soll. 80 Quadratmeter. Haben die was eingezäunt. Also wenn jemand einen Hund hat und mit dem Gassi gehen will, sollen die das hier machen. Da ist auch alles dabei, um das sauber zu machen. Ja. Das ist hier ein Platz für die Hunde gemacht worden. Na kommt, hopp, hopp. Kommt. Speedy, wo kommst du denn her? Nicht, dass du verloren gehst. Jetzt hast du dich bei den Nachbarn so toll dort eingelebt, die für ein paar Tage hier sind. Das ist der Speedy. Na komm, wir können es nicht so lange aufhalten. Die Siedlung ist voll. Nicht jeder mag Katzen in der Siedlung, das haben wir gestern wieder erlebt. Wo ich da wieder richtig sauer werden musste gestern. Dann Nervensäge, wenn du mitkommen willst, dann beeil dich ein bisschen. Sind wir hier bei der Poolanlage. Hier in der Siedlung ein Gemeinschaftspool. Und kommt ihr oder soll ich umdrehen? Irgendwie habt ihr nicht richtig Lust. Das ist zu warm. Das ist für euch natürlich richtig warm, ne? Unangenehm warm, ja.
Na, Pünktchen legt sich schon hin. Und die kommen nach, aber es ist halt für die auch sehr warm. Komm, Pünktchen, komm. Na los, kommt. Komm, Nervensäge, komm, bald euch ein bisschen, komm. Und das ist ja ein richtig schöner Anblick in Richtung Meer, wie der Mond auf das Meer spiegelt da vorne. Na kommt. Komm, Nervensäge, komm. Komm. Pss, 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 pss. Nervensäge bleibt stehen. Na, Silvia? Ja. Na Silvia, alles gut. Na Freund, du und deine Mutter seid aber auch willig und zertrennlich, ne? Deine Mutter ist da oben. Sie hat das Rohr als Kopfkissen.
Na Jutta, alles gut. Und Fristik, warum hechelst du so? War das ein bisschen zu viel? Ist das warm, ne? Ja, dann geh mal Wasser trinken. Na, wo seid ihr alle? Na kommt, beeilt euch. Na Elif, wolltest du gerne mit? Felix ist da oben. Da kommt die Heidi. Und der Speedy ist nicht mitgekommen. Es ist wie gesagt doch richtig warm, das merken auch an den Katzen. Die sind ganz lustlos. Da kommt mal rein, drinnen läuft die Klimaanlage. Na Erstgeborener, schön dich zu sehen. Da sieht man jetzt auch die Wunde von Abby, die es auch viel besser geht. Ich glaube, das war das Halsband. Ja, man sieht, dass alle sich freuen, dass ich wieder da bin. Und irgendein Scheusal macht hier immer die Tür auf, dass die Katzen alle rausgehen. Und dann habe ich mit dem Onkel Helge telefoniert. Und dann haben wir heute das hier rangebaut. Zack. Jetzt bekommt keiner mehr das auf. Da ist jetzt ein extra Schloss drin. Schaut mal. Weil das hat immer jemand aufgemacht. Du willst keiner raus, ne? Und seht euch mal an, wie süß der hier liegt, der Evren. Na Evren, du bist auch voll entspannt, ne? Und ein Fliegengitter hat Onkel Helge hier auch mit gleich rangebaut. Und die Katzen haben so einen Eingang, was ausschaut wie ein Türeingang. Ja. Schau mal, das ist der Schwarze. Und die Hiere faucht gerade den kleinen Arno an. Arno, du stehst bestimmt nicht da. Das kannst du vergessen. Ich tue dich gleich in dein Zimmer rein. Das ist mir zu riskant, wenn du da liegst. Nicht, dass dir was passiert.
Und hier sieht man unsere Ketten. Und Baby Amino. Na, Baby Amino? Was? Du sprichst sogar mit mir. Du sprichst sogar mit mir. Du bist gleich bei der Klimaanlagenluft, ne? Die kommt ja gleich auf dich rauf. Du und deine Mama, ihr liebt ja die Klimaanlagenluft so sehr. Ich nehme mich wieder mit in den Laden, okay? Wir probieren es mal morgen aus, okay? Ne, Jutta, du kommst nicht mit in den Laden. Doch nicht, Stiefkitten. Na, was rufst du schon wieder, Kleiner? Was rufst du? Ja, Mina, dann versuche ich dich mal morgen mit in den Laden zu nehmen, okay? Okay, mein kleiner süßer Schatz. Probieren wir morgen aus, okay? Ja, und dann haben wir heute auch gesehen, dass es den ganzen Katzen im Allgemeinen ganz gut geht. Der Baby Arno ist vor der Haustür, da hole ich gleich auch noch mal rein. Emino will gerne noch weiter gekraut werden. Ja, und dann möchte ich mich für heute verabschieden. Wir waren eine Runde spazieren, wir haben uns die Kitten angeschaut. Mal gesehen, dass alles soweit eigentlich im grünen Bereich ist. Außer, dass die kleinen Kitten hier auch ein bisschen Pilz haben. Und ein bisschen Durchfall, die haben gerade das Gastrofutter da. Dann sollen die auch mal dann alle Ruhe fressen. Da sieht man die. Ja, der Kleinere frisst mittlerweile wieder mehr. Also der Kleine frisst mehr als der Größere mittlerweile. Das wundert mich auch wirklich, dass der mehr frisst. Aber der eine war schon sehr schwach. Aber der soll ja mal in Ruhe fressen. Da haben die genug zu knabbern. In dem Gastrofutter von Katowit, wo die gerade dran sind. Und die Elif ist jetzt auch hergekommen. Die
Abby ist auch da, die hat immer noch die Verletzung am Hals. Aber es ist am Heilen. Und die Jutta lässt mich nicht in Ruhe. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und tschüss.